Ja, meine lieben Hettelauten, ich weiß genau, dass ihr darauf gewartet habt. Es ist mal wieder soweit. Ein Auf-Eating. Ein Auffressing. Ein Auf-Eating. Weswegen man eigentlich meinen Kanal löschen müsste, weil das so ekelhaft ist. Ich habe hier was geschenkt bekommen. Das sieht aus wie ein Stück Apfelkuchen. Und das ist ein Stück Apfelkuchen. Das esse ich zum Nachtisch. Da war jetzt irgendwas Nussiges. So, mein Lieben, wir frühstücken ein bisschen. Ich habe mir einen Cappuccino geholt. Einen großen. Da ist ein Stück noch von dem Apfelkuchen drauf. Ich hatte ehrlich gesagt mit drei Zucker, ne? Aber da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Sind da drei Zucker drin? Da hätten vier Zucker rein können. Das ist ein guter Cappuccino. Aber oh, der hat Charakter. Der hat Charakter. Und ich habe Ekzem in den Ohren. Wenn wir schon eklig sind, dann richtig. Ja, ich habe ja ein Ekzem auf dem Kopf. Hier sieht man das. Da. Wenn ich so mache, schneit's. Und das ist bis zu den Ohren gewandert. Und seit neuestem habe ich auch noch diesen Ausschlag hier an der Hand. Hier. Der kam, vermute ich mal, so hat auch der Hautarzt vermutet, von dem Johanniskraut, was ich genommen habe, diese Johanniskraut-Tabletten. Für meine Seele. Ja, und jetzt nehme ich aber, jetzt habe ich das Johanniskraut abgesetzt, weil dieses juckende Zeug, das kann kein Mensch gebrauchen. Und ich nehme jetzt Ringelblume. Mal gucken. Weil ich habe keine Lust, dieses chemische Zeug zu fressen, ja. Meine Hettelauten wissen es, das ist ein beschissenes Jahr für mich. Ein sehr beschissenes Jahr. Ja. Mein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt. Meine Tochter ist übrigens auch im Moment nicht da. Weil auch an meiner Tochter ging das alles nicht spurlos vorbei. Ja, aber sie kommt nächste Woche wieder. Die war dann 3 Wochen weg und kommt nächste Woche wieder und es geht ihr gut. Meiner Frau geht es den Umständen entsprechend. Sie ist sehr matt. Sie kann nicht viel tun. Sie hat gestern, obwohl ich gesagt habe, sie soll es nicht tun, die Betten bezogen. Und war danach fix und fertig. Fix und all den ganzen Tag lang. Aber das hat man uns auch gesagt. Also der Doktor hat gesagt, dass das nach einer Chemo immer so ist. Sie wird nicht nur während der Chemo fix und fertig schlapp sein, sondern auch noch ein halbes Jahr nach der Chemo und muss dann auch aufgebaut werden. Wir lesen aus der Bild, meine Lieben. Und wir essen dabei zunächst ein Lachsbrötchen. Und ich möchte nochmals betonen, Moment, ich möchte nochmals betonen, dass dies ein Auf-Eating ist. Ich mache jetzt oben immer Hashtag Auf-Eating. Ja? Damit auch überhaupt gar nicht erst eine Verwechslungsgefahr besteht. Alter, ich habe einen Spaß. So, Brille aufsetzen. Oh. Was darf beim. Wo habe ich denn jetzt hin? Ich hatte doch gerade. Ach, da. Was darf beim Auf-Eating im Auto nicht fehlen? Bildzeitung. Oh, boah, ist das lecker. Ich liebe Räucherlachs. Ich liebe, 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 liebe Räucherlachs. Ich finde Räucherlachs so hammergeil. Wahnsinn. Natürlich die Bildzeitung. Ja. Und? Da-da-da-da. Glaubst du es? Jetzt ist es kaputt gegangen. Glaubst du, dieses Ei ging nicht kaputt? Kommen wir als erstes zu den Krawallen in Stuttgart.
Ja, was da als Partyszene bezeichnet wird, ist nichts anderes. Es ist doch nicht zu fassen. Ich hab mir doch Salz eingesteckt. Da ist es doch. Ist nichts anderes als ein krimineller Mob. Mehr ist das nicht. Ja? Es ist ein krimineller Mob, der zu einem großen Teil, aber nicht nur, aus den uns bekannten Klienten besteht. Ja? Aber nicht nur. Weil, sage ich euch warum. Weil die Clubs alle zu sind. Die Diskotheken sind zu, die Kinos sind zu. Viele der Treffpunkte, wo sich die Jugendlichen treffen können, sind zu. Das ist halt wegen Corona, ist das alles dicht. Ja. Und irgendwo müssen die Stuttgarter Jugend ja hin. Ja. Irgendwo müssen die hin. Also treffen sie sich öffentlich. Und dann vermischt sich das. Ja. Es sind also nicht nur Wahnsinn. Es sind also nicht nur Flüchtlinge und nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, es sind diesmal auch Deutsche dabei. Die sind halt in diesem Pulk mit drin gewesen. So. Und die haben sich gedacht, sie müssen in Stuttgart den Polizisten halb tot treten. Steht sein Name auch hier, deswegen kann ich es auch sagen. Polizeihauptkommissar Ulrich. Und was zurzeit mit unserer Polizei passiert, spottet wirklich jeder Beschreibung. Dass hier nicht absolut hart durchgegriffen wird und dass hier nicht, wenn man einen Polizisten unnötig beleidigt, bespuckt und angreift, dass hier nicht Gesetze geschaffen werden, die dafür sorgen, dass man solche Menschen wirklich dingfest macht und auch dementsprechend bestraft. Und was mich am meisten ankotzt, auch auf TikTok zum Beispiel, diese Videos, die völlig aus dem Kontext gerissen sind, wo Polizisten jemanden verhaften, der sich vermutlich oder sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorher minutenlang dieser Verhaftung widersetzt hat, so rum. In den sozialen Medien sieht man aber immer nur, wie vier Polizisten auf ihm draufknien, weil er endlich Ruhe gibt. Und dann steht oben drüber Hashtag keine Polizeigewalt. Und so viele Leute liken das und glauben das, was sie da sehen. Kennen aber die halbe Stunde vorher, die passiert ist, in dem die Polizisten bespuckt werden, mit Steinen beworfen, beleidigt, angerempelt. Es wird ihnen versucht, die Waffe wegzunehmen. Und lauter solche Sachen. Boah, wenn ich Polizist wäre. Ehrlich, wenn... Oh, jetzt hier, guck mal. Die Lufthansa-Rettung wackelt. Das würde mir gefallen. Mein Antrag auf Corona-Hilfe wurde abgelehnt. Ich wollte 3.540 Euro haben. In Baden-Württemberg zahlt die Corona-Hilfe auch einen Lohn, ja? So, wollte ich abgelehnt. Aber die Lufthansa kriegt 9 Milliarden. So. Oder vielleicht auch nicht. Ab Freitag wäre die Lufthansa insolvent. Gut. Lufthansa-Großaktionär Thiele. Dem seine Lufthansa ist bald nichts mehr wert. Dann nützt ihm seine Anteile auch nichts mehr. Okay. Wenn die Lufthansa pleite geht,
dann ist das nun mal so. Wer hat es zu verantworten? Die Bundesregierung. Ja. Inas Nacht ohne den Shanty-Chor. Was ist denn Inas Nacht ohne den Shanty-Chor? Nix. Kennt ihr Inas Nacht? Inas Nacht ist voll geil. Ich liebe diese Alte. Ich liebe die so sehr. Aber ist doch schade ohne den Shanty-Chor. Heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Inas Nacht. Hey! Ich gucke Inas Nacht sehr gerne an. Sehr, sehr gerne. So, auf Seite 3 sieht man nochmal in einem Überwachungsvideo, wie sie auf den Polizeihauptkommissar draufspringen. Ein Teil der Bevölkerung betrachtet die Polizei als Gegner und das kann so nicht sein. Diesen Teil der Bevölkerung darf ich nicht öffentlich nennen. Nicht, dass mir jemand das Video hier wegstrikt. Das steht hier in der Zeitung. Ja. Also es kann einfach nicht sein, dass ein Mob durch die Stuttgarter Innenstadt läuft, Geschäfte zertrümmert, plündert. Das kann einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Und das muss man nicht nur mit Polizeipräsenz, wie es jetzt gerade stattfindet. Da haben sie, glaube ich, 2000 Mann zusammengezogen. Das muss mit Strafen geahndet werden. Mit Strafen. Die Videos gehören ausgewertet und die gehören alle miteinander verhaftet. Und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, versuchten Totschlag, Landesfriedensbruch, dann sitzen die erstmal für 4 Jahre weg. Was werden sie kriegen? Bewährung. 100 Pro. Die kriegen Bewährung. Na klar, ist ja keine Fluchtgefahr. Wo wollen sie denn hin? Mich kotzt das so an. Ja, und dann nennen sie es Party- und Eventszene. Wahnsinn. 9 von denen sind inzwischen auf dem Haftrichter von 500. 7 Männer im Alter von 16 bis 33 Jahren wurden nach und nach dem Haftrichter vorgeführt. Einer sitzt im Gefängnis, einer ist wieder auf Kaution freigelassen. Ein 16-Jähriger, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Er hat einen am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten. Schwerer Landesfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angriff auf Verstreckungsbeamte. Ah, fast alles, was ich gesagt habe. Fast alles, was ich gesagt habe. Und dann haben wir wieder eine Tönnis. Fleisch. Fleisch. Ich kaufe Fleisch ja nur noch beim Metzger. Weil sie natürlich auch nicht, das kommt auch aus dem Schlachthof, ja? Aus irgendeinem Schlachthof. Ich glaube, hier kommt es aus dem Schrotzberger Schlachthof. Falls der überhaupt noch offen ist. Aber ich glaube ja. Hier kommt es, glaube ich, aus dem Schrotzberger Schlachthof. Weil wir essen inzwischen vielleicht vielleicht auch dreimal die Woche Fleisch. Und da kann ich mir selbst mit Hartz IV leisten, das mir beim Fleischer zu holen. Ja, der Hitler hat Hartz IV, ratet mal warum. Jetzt dürft ihr mich wieder haten und drunter schreiben. Wirklich. Ich bin selbstständiger Musiker, natürlich habe ich Hartz IV, von was soll ich denn leben? Ja. Und ja, alle Spenden, die über den Videokanal reinkommen, werde ich beim Amt angeben. Ich bin ja nicht blöd. Die wissen inzwischen auch, dass es PayPal gibt. Ich muss PayPal-Kontoauszüge abgeben. Ja. Und wenn du dich da einmal verdächtig gemacht hast, dann holen die sich
ein PayPal-Kontoauszug mit dem Gerichtsbescheid. Und wenn du dann was weggelassen hast, bist du der Fisch, da kriegst du nämlich gar nichts mehr. Ha? Ist so. Oh, jetzt. Meine Lieben, der Wendler hat seine Nacktschnecke geheiratet. Seine Nacktschnecke, auf die wir alle neidisch sind. Meine Fresse, ist das ein Geschoss, ey. Ist so, tut mir leid, ist so, ist ein Geschoss. Da könnt ihr, ja, das ist aber nicht ganz mein Geschmack. Ja, meiner schon. Meiner schon. Die Bilder von ihr aus dem Playboy hängen bei mir überm Bett. Natürlich nicht, bin ja verheiratet. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das ist schon eine Granate. Ja? Eine Granate. Ist so. Oh, Klaus Biederstedt ist gestorben. Guck an. Guck mal, von Pontius zu Pilatus. Wie alt war er denn? 91, wow. Wow. Die Jungen von euch kennen den gar nicht, ne? Klaus Biederstedt? Habt ihr noch nie gehört. Ja, deutscher Schauspieler. In den 50er, 60er, 70er Jahren ganz groß. Hat mit Romy Schneider gedreht. Mit Heinz Rühmann. Und war die deutsche Stimme von Columbo. Ja. Ja, von Inspektor Columbo. Die deutsche Stimme war der Klaus Biederstedt. Sehne Mannheims haben ein neues Album aufgenommen. Ohne den Verschwörungstheoretiker. Ja. Das kommt ja dabei raus, wenn man glaubt, dass die Elite der amerikanischen Gesellschaft inklusive der Regierung des Justizministeriums in einen Kindermissbrauchsskandal verwickelt sind. Ja? Wer so eine Kacke glaubt und auch noch öffentlich macht, ah, jetzt hör auf, was ist denn das? Matthias Mangiapane, kennt ihr den? Seid froh, wenn ihr nicht kennt. Seid froh, wenn ihr ihn nicht kennt. Der hat sich wohl gestritten gestern und zwar so heftig, dass die Polizei gerufen wurde. Ah, da muss ich heute gucken, das ist bestimmt auf jedem Internetportal ist das drin. Auf einem Parkplatz. In dem Streit ging es darum, dass der Matthias Mangiapane durch sein Verhalten, durch sein exzentrisches Verhalten der schwulen Community schadet. Ja. Daher kommt immer dieses Klischee, dass alle Schwulen solche Zicken sind und das stimmt ja gar nicht. Ja, das stimmt ja gar nicht. Es laufen so viele Homosexuelle auch im Fernsehen rum, die völlig normal sind. Ja. Die völlig normal sind, wo du es ihnen nicht mal anmerkst. Bei einem, bei irgendeinem Moderator, hätte ich es nie gedacht. Vergessen, wer das war. Bei dem hätte ich es nie gedacht, dass der homosexuell ist. Und ich erkenne die normalerweise sofort. Aber da... Übrigens, die standesamtliche Hochzeit in den USA gilt in Deutschland gar nicht. Also sie sind zwar jetzt... Boah, sind das Beine... In den USA standesamtlich verheiratet, aber noch nicht nach deutschem Recht. Hä? Ist so. Gelten also nur in den Staaten als verheiratet. Ja? Boah, der Wendler. Ich will gerne mal ein Video über den Wendler machen.
Und seine Laura ist nicht blöd, gell? Die Frau ist nicht blöd. Wie alt ist denn die jetzt? 19. Die ist nicht blöd im Kopf. Und er lebt im Moment von ihr, ne? Hat nämlich 1 Million Schulden. So. Urlaub in Deutschland. Abschied für immer. Oh ja, der ehemalige Papst war in Deutschland, Papst Benedikt. Der einzige Papst in der Geschichte der Päpste, der abgedankt hat und seinen Papststuhl freiwillig lebend geräumt hat. Ja. Da ist er quasi, damit geht er quasi in die Geschichte ein. Ansonsten wäre er nur ein Papst unter vielen gewesen. Und das hat er jetzt damit, ne? Jetzt geht er in die Geschichte ein, als der erste Papst, der freiwillig von seinem Amt zurückgetreten ist. Und zwar schon vor Jahren. Ja, schon vor Jahren. Ja. In Hagen, wurde ein Kind von einem 19-Jährigen erfasst, der keine Chance hatte. Er und sein Beifahrer leisteten dann erste Hilfe, während sich rund 80 Familienangehörige, da wissen wir schon wieder Bescheid. Ja, was jetzt kommt, war klar. Die Szene wurde aggressiv, die Leute brüllten einander an, war ja klar. Und der Vater des Mädchens, der dazu kam, hat den Fahrer zu Boden geschlagen mit der Faust ins Gesicht. Tja, was soll ich dazu sagen? Ein Mädchen wollte eine Straße überqueren und übersah einen Opel. Warum läuft eine 4-Jährige alleine über die Straße? CBD-Gel, okay. Cannabis-CBD-Gel, ist ja nur Werbung. Als was? Jetzt steht hier gar nicht, wofür das sein soll. Hier steht nur Rubax Cannabis-CBD-Gel. Ist ein Kosmetikum und enthält eine 10% Lösung. Die Abbildung ist Betroffenen nachempfunden, die Namen geändert. Aber was macht es jetzt? Das wirkt kühlend und unterstützt die beanspruchte Muskelpartie. Und ich wette, das kostet ein Schweinegeld. Mhm. Und unten natürlich, ne? Oh. Mhm. Da darf ich nicht drüber reden. Sonst muss es ab 18 freischalten. Wirksame Hilfe bei Büb-Schwäche. Der Büb wird immer schöner. Büb macht Spaß, auch im fortgeschrittenen Alter. Ich bin im fortgeschrittenen Alter. Und ich kann bestätigen, ich bin 56, dass Büb immer noch Spaß macht. Allerdings habe ich auf meiner Homepage auch thematisiert, ich habe seit Jahren Büb-Kopfschmerzen. Ja? Also bevor ich zum Büb komme, bekomme ich unglaubliche Kopfschmerzen. Also das ist, als ob dir der Kopf platzt. Nicht immer. Nicht immer, bei bestimmten Stellungen habe ich es nicht. Aber wenn ich mich sehr angestrengt habe, wenn es sehr warm ist, wenn der Blutdruck recht oben ist und wenn ich irgendwie im Nacken verspannt bin, bekomme ich Kopfschmerzen, dass es mir den Schädel wegdröhnt. Ihr müsst mal gucken, auf meiner Homepage habe ich das thematisiert. Das habe ich schon seit Jahren. Aber bestimmt schon seit 25 Jahren habe ich das. Nicht immer. Aber manchmal muss ich den Büb sogar beenden, kurz vor dem Büb, weil ich es nicht aushalte. Ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig. So, meine Lieben, jetzt kommt der Nachtisch. Diesen Apfelkuchen, den ich geschenkt bekommen habe.
praktisch ein, wie sagt man, ein Gruß aus der Küche. Wie heißt denn das Gruß aus der Küche? Amüsgöl, genau. Sehr saftig, sehr lecker. Schmeckt echt gut. Sehr nussig. Was haben wir sonst noch? Corona-Kündigungstricks. Ich habe noch nicht einmal über Corona geredet heute. Den Tönnies habe ich, glaube ich, mal erwähnt. Ne? 1300 sind es jetzt schon. Von seinen bulgarischen Arbeitern. Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Vor 100 Jahren wurde der Adel abgeschafft. Heute vor 100 Jahren? Genau. Immerhin wurde hierzulande freundlicherweise nicht geköpft, steht hier. Sachsens letzter König, Friedrich August III. Macht doch euren Dreck alleine, hat er gesagt. Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., verbrachte sein Lebensabend in Holland, das wissen wir ja. Das Großteil ihres Vermögens durften sie behalten. Die Weimarer Verfassung 1919 und die Regelung von 1920 machten dann den Schlusspunkt. Und das, was früher der Titel war, durften sie als Namen behalten. Das österreichische Recht war aber brutaler. Dort steht das Führen von Adelstiteln unter Strafe. Okay. Die Ironie dabei ist, dass Österreich durch das Verbot von Titel dem Adel einen Gefallen getan hat. Ich liebe ja Adelstitel. Ja, ich bin ja ganz tief innen drin bin ich ja ein Ritter. Ja, so mit Schwert und so, wisst ihr? So, ganz tief innen drin bin ich ja ein Ritter. Ja, deswegen liebe ich auch, ich habe jetzt zwei Bücher über Britannien geschrieben. Einmal die Wikinger und einmal Britannien zur Zeit König Alfred des Großen. Das schreibe ich jetzt gerade, das wird jetzt nächste Woche, glaube ich, veröffentlicht, weil mich das total fasziniert, ja. Und natürlich Vikings und Last Kingdom. Ja, wobei es Utrecht nie gegeben hat, aber Beppenburg hat es gegeben. Für alle Leute von euch, die Last Kingdom angucken, die Beppenburg gibt es tatsächlich. Ihr müsst das mal googeln. Ja, die gibt es tatsächlich. Ja, Utrecht von Beppenburg. Ja, die Beppenburg gibt es tatsächlich. So. Die Abschaffung von Adelstiteln hat nämlich zur Folge, dass es in Österreich keine falschen Adligen gibt. In Österreich weiß jeder, wer zu den alten Familien gehört. So, meine Lieben, die 30 Minuten sind rum. Ich gehe jetzt noch einkaufen. Es gibt nämlich Lavazza. Um fast die Hälfte reduziert. Und die werde ich mir einverleiben. Das ist nämlich der beste Kaffee der Welt. Ja. Und da muss man einfach zugreifen, wenn er nur die Hälfte kostet. Ich nehme jetzt noch einen Schluck aus meinem Cappuccino. Und dann mache ich hier mal wieder sauber. Mein Auto sieht immer aus wie eine Räuberhöhle. Das nehmen wir mit, das schmeißen wir weg. Das muss dahin, das ist mein Einkaufszettel. Die Brille muss wieder dahin. Ey, mir läuft die Nase. Und dann... Oh, mir läuft echt die Nase. Ich muss meine Nase putzen. Das mache ich jetzt aber nicht während des Videos noch anders. Also, schönen Tag für euch und tschüss.